Wir haben ja in den letzten Tagen vor allen Dingen aus dem Unwettergebiet direkt berichtet und euch gezeigt, was dort vor Ort passiert. Heute zeigen wir euch mal, was im Hintergrund bei uns hinter den Kulissen im Bereich Netzoptimierung passiert. Dafür sind wir heute bei Waldemar Schreiber. Waldemar ist Netzoptimierer. Hallo erstmal. Hi Chris. Jetzt hatten wir ja vor gut einer Woche diese verheerenden Unwetterschäden dort, gerade im Bereich NRW und Rheinland-Pfalz. Wie hat sich denn dadurch deine Arbeit verändert? Also ich meine, da waren plötzlich über 300 Standorte vom Netz. Wie ist denn das bei euch angekommen? Also wie habt ihr das im Monitoring zum Beispiel gesehen? Also das war schon ein krasser Schlag halt, ne? Also das ging halt von heute auf morgen, wirst du da halt gebrieft. So und so ist die Sache, 300 Standorte sind ausgefallen. Das heißt, du setzt dich natürlich direkt dran an einen Rechner und guckst, wo ist die Area, die halt davon betroffen ist. Mhm. Was haben wir halt noch an Standorten, dann gleichst du halt ab, was ist ausgefallen und guckst dann halt, wie du auf die Schnelle quasi den Kunden halt noch helfen kannst. Ich kann dir das gerne am Beispiel Bad Neuenahr Ahrweiler zeigen. Mhm. Hier haben wir die Area quasi von Bad Neuenahr. Das ist natürlich jetzt nur eine Area der betroffenen Gebiete, die ich jetzt ausgewählt habe. Kurze Erklärung hierzu. Hier haben wir natürlich die gelb markierten Standorte von uns. Das sind die Standorte, die in der Nacht oder schon im Tag von Donnerstag auf Freitag ausgefallen sind. Man sieht halt, dass Bad Neuenahr sehr stark betroffen ist. Und die blau-grün-gelben Standorte, die hier noch sichtbar sind, das sind halt die Standorte, die ja letztendlich noch nach der oder während der Katastrophe noch funktioniert haben. Zusätzlich noch diese schwarz-weiß schraffierten Flächen hier vorne, das sind nochmal eingeblendet die Population Areas, das heißt, das ist so das bewohnte Gebiet, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu in der nächsten Folie. Mhm. Anbei sehen wir jetzt erstmal die GSM-Versorgung, die quasi am Freitag dann letztendlich noch der Kunde wahrnehmen konnte. Man sieht halt hier nochmal unsere Standorte, die mit blau ausgefüllter Farbe dargestellt werden. Das sind die, die halt noch funktioniert haben. Und man sieht halt hier diese schraffierten Flächen, quasi die Population Areas, dass die, dass viele davon weiß sind. Das heißt, zu der Zeit hatten die Kunden dort halt keinen Empfang und konnten halt auch keine Notrufe absetzen. Bad Neuenahr Ahrweiler war jetzt nicht direkt davon betroffen, weil dort die Standorte noch funktioniert haben, aber natürlich im Umland ja, die Leute stark eingeschränkt waren. Man kann sich ja jetzt gut vorstellen, wenn dort dieses Hochwasser eben kommt, dass dann und gleichzeitig die Mobilfunkmasten weg sind. Natürlich versuchen ja die Leute dann auch den Notruf zu wählen oder Angehörige zu erreichen. Mhm. Kann man das sehen bei uns im Netz, was das dann direkt für Auswirkungen hatte? Ja, genau. Da gibt es ein Monitoring für und dann würde ich auch gerne nochmal auf diese Grafik hier umsteigen. Das heißt, der braune Balken hier, das zeigt die GSM-Kapazität an, die wir halt vor des Unwetters oder der Katastrophe hatten. Und der blaue Balken ist quasi diese Nutzung in GSM des Sprachverkehrs, Sprach- und Datenverkehrs. Und man sieht dann halt quasi am späten Abend des 14., wo die Kapazität, also der braune Balken quasi absackt, indem halt die Standorte wegfallen und aber der Sprachverkehr extrem um das Dreifache ansteigt. Darum haben wir halt hier diesen Peak oben und genau, im Laufe des Tages fällt das natürlich ein bisschen und steigt dann wieder auf. Aber wir sind auf jeden Fall hier in einen Kapazitätsengpass reingekommen. Das heißt, die Kunden haben das auf jeden Fall gespürt und konnten dann halt teilweise, entweder hatten sie gar kein Netz oder konnten halt keinen Anrufaufbau machen, weil einfach, ja, tatsächlich die Kapazität einfach an ihre Lastgrenze gekommen ist und es halt einfach nicht ging. Man sieht ja dann auch, dass sich dieser Balken dann relativ schnell wieder stabilisiert. Wir haben es ja irgendwie geschafft, glaube ich, relativ schnell zumindest die Hälfte der Standorte wieder in Betrieb zu nehmen. Mhm. Ist es dann der Punkt, wo wir ungefähr wieder auf diesem Vorniveau sind? Genau, also ich gehe dann nochmal hier auf die Grafik ein und zwar zum 16. späten Nachmittag haben wir hier halt
eine Erhöhung der Kapazität. Das heißt, da sind tatsächlich Standorte wieder in Betrieb genommen worden und zum 18. ungefähr sind wir wieder auf Vorniveau der Kapazität quasi zurückgekommen. Man sieht dann halt auch, dass der Sprach- und Datenverkehr in GSM halt auch mit der Zeit abflacht. Dies begründet halt auch, weil nicht nur GSM natürlich als Dienst zurückgekommen ist, sondern halt auch die LTE-Dienste zurückgekommen sind. Das heißt, teilweise ist der Sprach- und Datenverkehr natürlich dann auch auf die LTE-Dienste übergegangen. Das heißt, darum sehen wir halt hier kontinuierlich einen Rückgang im Sprachverkehr und Datenverkehr im GSM-Dienst, genau. Man sieht ja am Ende, dass jetzt die Kapazitätslinie wieder hochgeht. Sind das dann konkrete Maßnahmen, die ihr im Netz getroffen habt bei der Netzoptimierung? Genau, es wurden Hochlastzellen quasi identifiziert und da hat man dann halt nochmal eine Kapazitätserweiterung zum 20. realisiert und das sieht man dann halt hier zum 20. im Nachmittag hat man nochmal eine erhöhte Kapazität, weil man halt nicht weiß, ob da noch irgendwas ausfällt oder da halt irgendwelche Koordinationsstäbe, die halt dann explizit nur über diese Dienste kommunizieren. Ja. Dafür hat man dann ja letztendlich nochmal für zusätzliche Ressourcen gesorgt. Wir haben ja nicht nur GSM im Netz, also 2G, sondern auch 4G LTE. Das ist ja eigentlich der aktuelle, von 5G mal abgesehen, Mobilfunkstandard. Wie sieht es denn da aus mit der Versorgung? Gerne. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückspringen und zwar, wir haben ja davor die Auslastung in GSM gesehen, warum letztendlich die Verkehrskurve runtergegangen ist. Und zwar hat das natürlich auch damit zu tun, wie wir hier sehen, vorher hatten wir ganz viele Standorte, die waren, die gelb waren quasi, die ausgefallen sind, haben wir jetzt in GSM wieder ganz viele Standorte hier dunkelblau ausgefüllt, die wieder in Betrieb gegangen sind. Das ist der Stand zum 21. meine ich. Und man sieht halt auch hier diese dunklen Population Areas, bewohnte Gebiete, die jetzt halt nicht mehr oder ich würde sagen zu 98% nicht mehr weiß sind. Das heißt, wir haben dort eine Grundversorgung in GSM wieder realisiert. Das heißt, die Menschen dort können kommunizieren, zum Beispiel Notruf absetzen, ja, sich bei Verwandten melden. Die Hilfsmaßnahmen koordinieren zum Hilfsmaßnahmen Beispiel. Koordinieren, genau. Fortschritt. Also grundsätzlich haben wir dann eine Grundversorgung wieder hergestellt. Mhm. Und da war hier auch die Überleitung zur LTE. Was ist in LTE passiert? Genau, in LTE ist natürlich auch der Dienst natürlich auch betroffen gewesen von den Ausfällen. Das heißt, hier leicht gelb gestrichelte Standorte, das sind halt die Ausfallstandorte nochmal zur Visualisierung. Und die dunkelgrünen Standorte, das sind halt die, die noch in Betrieb geblieben sind. Man sieht halt hier, auch in LTE war die Versorgung teilweise bei der Bevölkerung nicht mehr gegeben. Das sind halt diese zusammenhängenden Population Areas, die halt jetzt weiß sind. Was ich dann natürlich am Freitag, nachdem das bekannt geworden ist, als Optimierer erstmal gemacht habe, ist, ich habe mir die Standorte, die halt noch in Betrieb sind, angeschaut, was kann man da halt noch optimieren. Das heißt, wir können halt vom Büro aus, also remote quasi, auf diese Standorte zugreifen und sofern der Standort halt so ein Rettmotor verbaut hat, können wir darauf zugreifen, quasi die Versorgung einzelner LTE-Sektoren am Standort halt verändern. Wir können die Versorgung natürlich ausweiten oder verkleinern. Das hängt dann immer vom jeweiligen individuellen Fall ab, wie viele Ressourcen sind halt noch da. Aber in diesem Fall haben wir natürlich versucht, mit den bestehenden Standorten noch so viel Versorgung in die Area reinzubringen, wie es halt nur ging. Das heißt, wenn ihr dann im Büro, am Rechner, am Laptop irgendwie einen Regler hochschiebt, dann bewegt sich da eben auch was am Sender? Ja, tatsächlich, dann bewegt sich halt die Antenne, die vielleicht erstmal in 100 Grad auf eine bestimmte Area ausleuchtet, die können wir dann halt noch ein paar Grad verändern und durch die Entfernung können theoretisch Kilometer, Quadratkilometer zusätzlich noch ausgeleuchtet werden. Okay, das ist ja cool. Das heißt also, ihr habt dann erstmal versucht, mit dem, was noch da war, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Okay.
LTE ist ja jetzt durchaus wesentlich fortschrittlicher als 2G zum Beispiel. Du hast ja gemeint auch, du kannst einzelne Standorte auch aus der Entfernung steuern. Hat denn der Mobilfunkstandard durch die verschiedenen Layer oder auch die höhere Bandbreite und Kapazität, die er mitbringt, dann auch noch weitere Vorteile in diesen Gebieten, um halt die Last, die wir uns vorher angeguckt haben, auch irgendwie abzufangen? Ja, also grundsätzlich haben wir in LTE natürlich mehr Bandbreite, mehr Frequenzen, mehr Bandbreite, um halt auch mehr Kunden abzuwickeln. Das heißt, Kunden können halt über LTE auch Telefonate absetzen und natürlich auch viel schnelleren Datenverkehr abwickeln. Und da würde ich gerne mal auf ein Beispiel übergehen, wie das dann ausgesehen hat bei einem Standort. Mhm. Und zwar haben wir hier vom 12. bis zum 22. quasi eine Auslastungsübersicht von einem Standort in den LTE-Layern L900, 800, 1830 und 1800. Das sind so unsere gängigen LTE-Dienste. Und man sieht halt hier eindeutig, dass vor der Katastrophe quasi wir an dem Standort in unseren LTE-Diensten etwa unter 1000 aktive User hatten pro Tag. Und quasi zum 15. ist das um den Faktor 2,5 gestiegen, bis auf ein Maximum von ca. 3000 User pro Tag. Und dann natürlich auch mit der Zeit wieder peu à peu zurückgegangen. Auf dem zweiten Graph sieht man halt nochmal die User-Verteilung in den einzelnen LTE-Diensten. Das heißt also für mich nochmal zum Verständnis, das ist jetzt ein LTE-Standort, der aber noch im Betrieb war. Und man sieht dadurch einfach, dass die Auslastung bei dem so hoch angestiegen ist, weil der natürlich Ausfälle von anderen Standorten kompensieren musste. Exakt. Okay, genau. Verstehe. Und wenn ich hier nochmal drauf eingehen kann, mit den Tagen haben wir halt eine Reduzierung an aktiven Usern in dem Standort. Das erklärt sich so, da wir mit der Zeit natürlich auch wieder Standorte dazu bekommen haben. Das heißt, wir haben auch LTE-Dienste dazu bekommen und das heißt, wir haben hier eine LTE-Normalisierung. Wir sehen halt wieder die Population Areas, die halt auch voll versorgt sind. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Grundversorgung mit GSM dort gegeben, sondern halt auch mit einem LTE-Dienst. Und das ist natürlich gut für die Kunden. Die können halt einen schnelleren Datenverkehr machen und sind halt telefonisch auch erreichbar über LTE. Mhm. Habt ihr auch die Möglichkeit, ich meine, jetzt klassische Telefonate sind ja in dem Fall wahrscheinlich erstmal das Wichtigste gewesen und jetzt nicht unbedingt so hohe Bandbreiten, also jetzt nicht zumindest nicht für den einzelnen Kunden, weil es geht ja darum, dass er das überhaupt das Netz nutzen kann. Sind das auch irgendwie Parameter, die ihr ändern könnt, wo ihr sagt, irgendwie, okay, ihr nehmt ein bisschen Qualität raus und dafür erhöht sich irgendwie die Quantität? Kann ich mir das auch so vorstellen? Ja, genau. Also da gibt's, das haben wir auch gemacht. Ein Beispiel ist da das MLB. Würde ich gerne mal zeigen. Das heißt, MLB steht für Mobility Load Balancing und das würde ich auch gerne an einem Beispielstandort erklären, wie das funktioniert. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen Standort wieder mit maximalen aktiven Usern quasi pro Standort und wir sehen halt hier die verschiedenen Layer in verschiedenen Farben, das heißt verschiedene LTE-Layer. Und hier an dem Standort haben wir quasi so alles, was wir im Netz aktiv haben an LTE-Layern. Und wo ich drauf eingehen würde, ist halt dieser grüne Balken, den benutzen wir hauptsächlich für Carrier Aggregation. Also Carrier Aggregation ist jetzt auch ein eigener Begriff. Carrier Aggregation steht ja dafür, dass wir verschiedene Frequenzen aggregieren, um maximale Downloadgeschwindigkeit zu erhöhen. Das haben wir speziell bei diesem und halt auch bei allen anderen Standorten deaktiviert, weil durch Carrier Aggregation hat ein Kunde oder ein Endgerät, was zum Beispiel einen schnellen Downloadgrad hat, der reserviert sich halt Ressourcen über alle LTE-Layer am Standort und das haben wir in diesem Fall durch MLB deaktiviert. Das heißt, wir haben alle Kunden, die quasi über alle LTE-Dienste, die wir am Standort haben,
Das macht die eNotB. In diesem Fall steuert die eNotB die Ressourcen und verteilt halt die Endgeräte auf die einzelnen LTE-Dienste. Und das sieht man dann halt sehr schön hier. Wir haben die eNotB hat von sich aus schon so eine leichte Art von MLB. Mhm. Wir haben das aber nochmal verschärft und man sieht dann halt hier ab dem 16. bzw. ab dem 17. haben wir relativ viele Endgeräte auch in diesem LTE Layer 21, was eigentlich für Carrier Aggregation hauptsächlich genutzt wird. Das heißt, die eNotB verteilt dann auf alle verfügbaren LTE-Dienste die Endgeräte und somit haben wir halt noch mehr Kapazität an den Standorten hergestellt, dass halt viele User gleichzeitig halt über LTE Zugriff haben und dann halt auch telefonieren oder Datenverkehr haben. Okay. Wie geht denn eure Arbeit jetzt diesbezüglich weiter? Also wir haben ja, dadurch, dass wir gesehen haben, auch auf den Bildern das Festnetz, da sind die Fortschritte natürlich nicht so groß, weil da viel mehr noch passieren muss vor Ort. Das heißt, die Netzauslastung für den Mobilfunk ist ja wesentlich größer geworden und wird wahrscheinlich auch erstmal mittelfristig so bleiben. Wie gehen wir damit um als Telekom? Ja gut, für uns geht das jetzt erstmal genauso weiter. Wir monitoren halt die Standorte, die jetzt in Betrieb sind, wo wir halt auch die Parameter verändert haben, aber letztendlich wollen wir ja dann irgendwann mal zu unserem Standard zurückkommen. Wir beobachten das Ganze, solange wir die Kapazitäten brauchen, behalten wir alles so bei, wie es ist und steuern halt individuell nochmal entgegen, wo wir sagen, okay, da haben wir eine Art Normalisierung, die Kundenanzahl in den einzelnen Standorten schrumpft. Das heißt, da kann man so ein Standardparameter-Setting wieder einbringen, dass der Kunde halt auch seine gewohnte Top-Geschwindigkeit erreichen kann mit den Endgeräten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, der DSL-Ersatz ist ja dann letztendlich erstmal Mobilfunk, ist ja das Einzige, was da ist. Und in diesen Bereichen, wo tatsächlich die Kunden auf das Ersatzprodukt zugreifen müssen wir halt tatsächlich monitoren und schauen, wie sich das dort entwickelt und natürlich auch in Kontakt mit unseren Planern, die halt Standorte für die Zukunft planen, da muss man halt gucken, ob sie die Standorte vorziehen können, dass wir die halt früher einschalten können oder halt auch an einzelnen Standorten, wo wir vielleicht noch nicht viele LTE-Dienste haben oder vielleicht auch noch kein 5G haben, dass man da schaut und diese Standorte priorisiert bearbeitet und vorzieht und dort halt diese Dienste oder Kapazitätserweiterung halt realisiert letztendlich, um den Kunden halt gerecht zu werden. Jetzt ist es ja so, dass wir, glaube ich, gerade jetzt in diesen Tagen auch die Frequenzen aus der 3G-Abschaltung von Anfang Juli auch noch dazu bekommen. Ist das direkt ein merklicher Fortschritt auch? Haben wir da mehr Spielraum irgendwie noch, mit dem wir umgehen können? Ja, also tatsächlich ist das zuerst einmal ein Benefit für die Kapazität. Das heißt, wir haben halt mehr Bandbreite im LTE 21 Dienst. Das ist der Dienst, der für CA hauptsächlich genutzt wird. Aber letztendlich zahlt das erstmal auf die Kapazität ein. Das heißt, wir können halt noch mehr Kunden abwickeln. Ja. Später natürlich, wenn wir irgendwann mal wieder zum Standard zurückgekehrt sind, heißt das für den Kunden natürlich im besten Fall, er hat halt noch eine schnellere Download-Geschwindigkeit, genau, und darauf zahlen wir es dann erstmal ein. Ja. Okay. Danke dir, Waldemar, für die ganze Information. Da war sehr, sehr viel dabei, viele Details. Danke dafür, danke auch für deinen Einsatz und fürs ganze Team jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt mal wieder und machen auch vielleicht mal nochmal ein anderes Video an dieser Stelle auf diesem Kanal. Gerne.